Moin Moin und Heidi Ho, ihr Lieben. Ja, ich hoffe, jetzt ist das Knistern weg. Folgendes Problem nämlich. Ich hatte tatsächlich diese und die nächsten zwei Aufnahmen gemacht, wollte die gerade bearbeiten und da fiel mir auf, dass ein furchtbares Knistern in der Aufnahme ist und muss jetzt dementsprechend das nochmal neu aufnehmen. Das große Problem, das sich dabei ergeben hat, ist, dass ich kann euch das ja mal zeigen, wenn ich auf LAN gehe. Ich bin so blöd und habe immer den gleichen Speicherpunkt verwendet. Das bedeutet, ich konnte leider nicht genau an der Stelle starten, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Bedeutet, ich musste das ganze Spiel doch mal bis hierhin durchrasen. Ich habe es wirklich im extrem Schnelldurchlauf gemacht. Ihr habt es ja schon ein paar Mal gesehen, dass ich das eine oder andere gespielt so geskippt habe, dass ich das nur so ganz kurz gemacht habe, weil ich dachte mir, wir müssen das ja nicht zwei, dreimal hören. Dadurch, dass ich das gerade erst gespielt hatte, wusste ich Gott sei Dank auch, was alle Rätsel und so sind bis zu diesem Punkt. Kann natürlich sein, dass wenn wir jetzt wieder mit einer der Personen sprechen, dass eventuell Auswahlmöglichkeiten wieder da sind, weil ich natürlich nicht jede Besprechungsmöglichkeit durchgezogen habe. Wahrscheinlich habe ich auch nicht überall alles verunstaltet, was ich vorher verunstaltet hatte. Oh, hier ist ein Sofa, vielleicht kann ich damit was machen. Dementsprechend ist auch die Reihenfolge der Utensilien ein bisschen anders. Aber ich denke, ich habe es soweit alles wieder hergestellt und ich werde jetzt nach jeder Folge einen einzelnen Speicherpunkt machen, dass ich im Zweifelsfall die Folge einfach nochmal machen kann. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, weil ich ja eigentlich schon drei Folgen weiter war. Genau, wir waren letztes Mal beim König in der Audienz und ich meine, genau, die Elektroschock-Therapie haben wir auch schon hinter uns, aber wir kriegen die Goldmedaille immer noch nicht. Wie müssen wir weitergehen? Wir haben ja dieses wunderschöne Formular für eine Gruppentherapie und genau das müssen wir jetzt ausfüllen. Damit wir das ausfüllen lassen, müssen wir Dr. Marcells Unterschrift fälschen. Und wie das geht, schauen wir uns an. Aber erstmal gucke ich, ob ich dieses Sofa verunstalten kann. Du, du, du. Ja, es geht, es geht. Auch mit der Schere? Schläger? Mal gucken, ob ich hier einen Schalldämpfer für meine Primärwaffe finde. Moment mal, wo sind denn die ganzen Kissen hin? Der Trockenbecher. So, keiner soll sich mehr auf dieses Sofa setzen. Okay, gut, also, genau, wir brauchen eine Unterschrift. Genau, das hat ihr auch noch entdeckt. Hier ist auch noch ein Schild, das man verunstalten konnte. Hihi. So, wir müssen erst einmal noch was aus der Küche holen. Da haben wir nämlich tatsächlich letztes Mal nicht alles mitgenommen. Schande über mich. Da kommt der nächste Ausgang. Der nächste Ausgang. Und weil es so schön war. Da kommt der nächste Ausgang. Oh, hier müssen wir auch noch ein bisschen was veranstalten. Das ist mir hier alles noch zu sauber. Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Oh nein, wie furchtbar. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Schade. Ah, aber schreiben kann ich noch. Also ich will ja nicht sagen, aber dieser Ausbruch von Edna, wenn die überall hinschreibt, dass sie hier war. Ja, nimm es weg, nimm es weg. Du brauchst keine Angst zu haben, das ist bloß Senf. Wer ist der Senf?
Böser Hobbit. Böse Flecken. Gollum. Okay, gut. Keine Flecken für Gollum. So, einmal nach oben. Und dann gehen wir nochmal in die Küche. Hier haben wir nämlich was ganz Wichtiges vergessen. Wir hatten ja damals nur den Topf mitgenommen. Wir brauchen aber auch noch den Topflappen. Und hier ist noch eine Schublade. Oh, große Überraschung! Da ist Besteck drin! Mal sehen, was haben wir denn da alles Schönes? Ein Messer! Und eine Gabel! Die Serie der Überraschungen reißt nicht ab! Nanu? Kein Löffel. Wo zum Kuckuck sind die Löffel? Haben wir ja bereits rausgefunden. So, aber wie es so schön ist, wir müssen ja mit unseren neuen Begleitern reden. Dieser Lappen ist kein würdiger Gesprächspartner. Mhm. Ist es ein Dolch, den ich da vor mir sehe? Oder ist es nur ein stumpfes Buttermesser? Ist es ein Dolch, den ich da vor mir sehe? Also ich kenne es tatsächlich aus dem Film Ist der irre? Cäsar liebt Kleopatra. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da hat Cäsar eine Vision, wie er erdolcht wird, und da fragt er das. Aber ich vermute, dass es tatsächlich eher aus, ich glaube, ein Shakespeare-Stück kommt. Ich glaube, da gab es doch irgendwas mit Cäsar, oder? Geht nicht. Es ist keine Stimmgabel. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall eine sehr schöne Sache, was wir mit Messer und Gabel machen können. Wir können weitere Muster machen. Das hier ist der richtige Platz, um eine Trickfalle zu bauen. Deine Trickfallen gehen immer nach hinten los, Harvey. Oder muss ich dich an dein Malheur mit dem Säure- und Piranha-Becken erinnern? Ich dachte, doppelt hält besser. Okay, also hier anscheinend nicht. Säure- und Piranha-Becken, ich glaube, da kann man sich schon denken, was passiert ist. Nämlich, dass die Piranhas sich in der Säure aufgelöst haben, eventuell. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Und Zickzack-Schere. Ich liebe es, wie sie immer lacht. So, genau. Was wir jetzt machen. Wir gehen jetzt in Dr. Marcells Büro. Stiesel ist ja Gott sei Dank noch eingesperrt. So, ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob wir es gesehen hatten. Und zwar ist hier eine Schublade. Und die war... zu. Abgeschlossen. Das macht mich rasend. Dafür brauchen wir jetzt das Messer und öffnen die Schublade. Damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Dann schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcell ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. So, reden wir mal mit dem Schlüssel. Welches Geheimnis hütest du? Sag ich nicht. Boah, das Gute ist, ich weiß es. Es gibt hier ja eine abgeschlossene Tür. Und in die werden wir jetzt reingehen. Diese hier nämlich. Und Zufall, der Schlüssel passt da rein. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Ein bisschen gruselig, dieser Raum. Vor allem interessant bei dem Porträt hier, die Augen bewegen sich. Ich meine, man kennt es ja irgendwie, dass... man bei manchen Porträts das Gefühl hat, dass die einen verfolgen, aber in diesem Fall... Ich kann mich vage an Alfred erinnern. Zugegeben, er war ein schrecklich nerviger Dummbeutel. Aber dass er jetzt tot sein soll... Edna? Edna? Der Typ war ein Kotzbrocken, Edna. Ich weiß. Er war ein Ekel. Ich weiß.
Er war nicht auszustehen. Ein Idiot. Ein Popanz. Ein pickliges Magengeschwür. Eine Eiterbeule. Ein Dummbrot. Vollpfosten. Arschnase. Tranbacke. Kacktüten, Hirnkummer, Schwanzvogel, Kuhfressen, Vollhonko. Edna! Ich vermisse ihn. Ich weiß. Dr. Marcel wird dafür bezahlen. Du meinst, er hat damit was zu tun? Sieh dich um. Es ist offensichtlich, dass der Typ gestört ist. Irgendwo in meinem Hirn ist die Info versteckt, was damals wirklich passiert ist. Darum will Dr. Marcel meine Erinnerung löschen. Und dann schiebt er es auch noch meinem Vater in die Schuhe. Wir finden das fehlende Puzzlestück, Edna. Ich verspreche es dir. So, ich meine, es ist ja die ganze Zeit schon dieses Rätsel. Warum ist Edna hier? Was war mit ihrem Vater Mattes? Jetzt ist noch die Frage dazu gekommen, was hat es mit hier Alfred auf sich und was hat Dr. Marcel damit zu tun? Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen und hoffentlich auch nicht anderweitig weitergeguckt oder gelesen haben, was die Auflösung ist, entwickelt doch mal eine Theorie und schreibt die in die Kommentare. Ich würde wirklich gerne wissen, was ihr vermutet, wie das alles zusammenhängt. Es hängt natürlich alles zusammen. Würde mich mal interessieren. Ach, Alfred, was ist nur passiert? Ah, Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh, ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. Interessant übrigens, ansonsten sind ja alle Objekte, mit denen Edna reden kann, werden von Harvey gesprochen. Außer Alfred. Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcels Kniescheibe bräuchte... Yep, sobald ich hier raus bin, rede ich erstmal eine Woche mit den Kissen. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Der sagt mir nicht viel. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Sieh mal, Edna, Edna, wie ich fahre, ich fahre! Lässt du mich auch mal fahren, Alfred? Sieh doch, Edna, Bremsspuren, Bremsspuren! Ich will auch nur ganz kurz fahren. Sieh doch, Edna, freihändig, freihändig! Sieh mal, Edna, ohne Zähne, ohne Zähne! Gab's da nicht einen Fritzchenwitz? Krank. Der Mund dazu fehlt. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Hey, die Hälfte davon gehört mir. Mist, Sicherheitsglas. Wenn ich endlich draußen bin, hole ich Hilfe und befreie euch. Alfred hatte immer das coolere Spielzeug. Und er hat mich nie damit spielen lassen. Vielleicht lag's daran, dass du immer Autofriedhof spielen wolltest. Meinst du? Alfreds Jojo. Alfred war ziemlich ungeschickt damit. Konnte nicht einen einzigen Trick. Oh, könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, als die Standard-Jojos, die nur runter, hoch gehen, sondern diese Trick-Jojos, könnt ihr euch daran noch erinnern? Boah, wie alt war ich denn da? Ich glaube... War ich da schon auf der weiterführenden Schule oder noch auf der Orientierungsstufe? Ich glaube, ich war noch auf der Orientierungsstufe, als das rauskam. Mann, Mann, Mann. Das ist ja Putzi. Harvey konnte Putzi nie leiden. Putzi muss Harvey töten. Was? Putzi muss Harvey vernichten. Ach ja, immer noch der alte Putzi. Übrigens, diese Geschichte mit den leuchtenden Augen, die findet sich im zweiten Teil von Edna. Harveys neue Augen, findet sich das wieder. Und Putzi ist ein bisschen Psycho. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey, weißt du was darüber? Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Ah, sehr gut.
Was ich noch sagen wollte zu dem Strebertum und dem Nichtabschreiben. Also es ist ja schön und gut, wenn man sich in der Schule anstrengt und bemüht, gute Noten zu kriegen. Da finde ich voll okay. Aber man hilft seinen Mitschülern und sei es, dass man sie abschreiben lässt. Man sollte sich dabei natürlich so klug anstellen, dass man sich nicht erwischen lässt. Meine Lieblingserfahrung mit dem Abschreiben war, oh Gott, das war glaube ich 11. Klasse, da hat man nochmal so ein Special über Verhütungsmittel, also wie genau die Pille wirkt und so. Und ich hatte null gelernt für diese Arbeit. Und mein Biolehrer war aber, sagen wir mal, nicht der Dümmste, natürlich. Und auch wenn ich ihn nicht mochte, aber ist was anderes. Zumindest hatte der zwei Arbeiten gemacht. Und zwei Personen, die nebeneinander saßen, hatten unterschiedliche Arbeiten. Beziehungsweise die Reihenfolge der Aufgaben war, glaube ich, zum Großteil sogar nur anders. Das heißt, jemand, der blind abschreibt, hat ein kleines Problem. Ja, und was hat die kleine Mathilde gemacht? Sie hat von ihrer Sitznachbarin abgeschrieben, die ja auch ihre Sachen netterweise so hingelegt hat, dass Mathilde abschreiben konnte. Nur hat sie leider die falschen Aufgaben abgeschrieben, sodass die Antworten nicht mal ansatzweise zu der Aufgabe gepasst haben. Das war ein bisschen... Ja, könnt ihr euch vorstellen, welche Note diese Arbeit hatte. Das war nämlich eine glatte 6. Überraschung. Verdient allerdings auch, weil wenn man abschreibt, sollte man schon so klug sein, sich dabei nicht erwischen zu lassen. Was ist eure... Habt ihr vielleicht auch eine coole Erfahrung mit Abschreiben? Wenn ja, ab in die Kommentare damit. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich. Alfred und du hattet gemeinsam Privatunterricht bei Herrn Hornbusch. Der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Ja! Tempomorphe mich in die Vergangenheit! Wie du willst. Halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Er sperrt sie in den Schrank. Also man muss schon sagen, sehr interessante pädagogische Maßnahmen. Ich finde auch hier die Mathematikaufgabe sehr interessant. Meine, ich sag mal, höhere Mathematik ist jetzt mit dem Studium auch schon ein bisschen länger vorbei. So was Differential- und Integralrechnung angeht. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja. War auch nicht so geil. Nur habe ich irgendwie so meine Zweifel daran, dass... Ich meine, wie alt sind die hier? Die sind vielleicht 10, 12 Jahre alt oder so. Aber wahrscheinlich kommt es Edna tatsächlich so kompliziert vor. Ich meine, das ist ja letztendlich eine Erinnerung, die sie hat. Oh, ist das schön. Und ein Teich und eine Rutsche. Karussell. Eis. Kann man bestimmt was. Das Riesenrad. So. Na, reden wir mal mit. Ach nee, warte, wir mussten das ja so machen. Hey. Edna kennt einige gute Schimpfworte, die auf das Froschgesicht passen. Ich glaube, Edna hat Angst vor Herrn Hornbusch. Das ist nicht so, dass ich dies einfach hochziehen musste. Edna sieht irgendwie unglücklich aus. Irgendwie
ist das gerade etwas buggy. Ich speichere einfach mal und lade es neu. Was? Wie? Ich kann jetzt hier nicht abspeichern? Ah. So. Dann sehen wir uns gleich. So. Jetzt nochmal von neuem. Herr Hornbusch erinnert mich ein wenig an den Fisch, den Mattis dir zu Ostern geschenkt hat. Psst, später, Harvey. Du hast ihn das Klo hinuntergespielt. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Oh. Als ob Herr Hornbusch das nicht mitkriegt, was Edna macht, ich meine, in so einem kleinen Raum. Was steht auf dem Zettel da? Ach, das ist nur eine Nachricht von meinem Vater. Er hat es wieder mal nicht geschafft, die Marmelade fürs Pausenbrot rauszustellen. Guck dir nur diesen Schnösel an. Herr Hornbusch, Edna kichert schon wieder. Reiß dich zusammen, Edna. Alfred ist echt nervig. Wir sollten hinaus in die weite Welt. Psst, später, Harvey. Ups. Mathe ist ätzend, lass uns abhauen. Psst, später, Harvey. Erinnerst du dich an den Schädel? Psst, später, Harvey. Hey, Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Edna, Edna, Edna! Es hat eine neue Eisbude aufgemacht. Haben die etwa auch Pudding-Eis? So wie es aussieht, haben die da alles. Oh, ich könnte sterben für ein Eis. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank, verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Was für ein Idiot. Edna, Edna, Edna! Auf dem Spielplatz gibt es eine neue Rutsche. Was? Dann muss ich dahin. Ich kann nicht riskieren, dass jemand meinen Rekord im Slalomrutschen bricht. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Oh, Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Oh, doch wird es. Edna, Edna, Edna! Die Badesaison hat begonnen. Oh, ich will auch baden gehen. Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Oh. Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Kann jemand mal dem die Fresse stopfen? Das Maß ist voll. Du kommst jetzt in den Schrank. Na los, beweg dich. Aber... Keine Widerrede. Interessant wäre ja mal zu wissen, was er gemacht hätte, wenn sie das nicht gemacht hätte. Kommst du an den Brief dort ran? Klar. Ich kann gar nichts erkennen. Es ist viel zu dunkel hier drin. Du könntest mit dem Brief ja durchs Loch reichen. Dann lese ich ihn für dich. Gute Idee. Das ist ja unglaublich. Der Brief ist von Dr. Marcel an Herrn Hornbusch. Der Doktor zahlt ihm Geld, damit er dich im Unterricht benachteiligt. Außerdem betont er, dass du unter keinen Umständen früher vom Unterricht weg darfst. Besonders dann nicht, und das ist unterstrichen, wenn gutes Wetter ist. Das kann ich kaum glauben. Dr. Marcel führt offenbar schon lange eine persönliche Vendetta gegen mich. Dafür wird er büßen. Das alles kommt mir ein wenig unlogisch vor. Aber ich habe selbst gelesen, schwarz auf weiß. Wir kommen schon noch dahinter. So habe ich den Eindruck, dass wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso formuliert ist. Ich meine, wir sind immerhin in Ednas Erinnerung. Und dass Edna sich so ganz richtig im Kopf ist, ist klar. Und sie ist ein Kind. Und als Kind empfindet man sehr vieles als sehr ungerecht, was Erwachsene, vor allem Eltern und Lehrer, machen. Vielleicht kannst du Herrn Hornbusch bitten, wieder am Unterricht teilzunehmen. Und das aus deinem Munde, Harvey?
Wieso? Da draußen können wir viel mehr Unheil anrichten. Auch wieder wahr. Herr Hornbusch! Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählt nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Ja, das heißt, wir bräuchten jetzt irgendwie etwas, auf dem Dr. Marcells Unterschrift ist. Und dafür gehen wir zurück in sein Büro. Genau, hier ist nämlich das Diplom. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Wie praktisch. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Und... weil wir es einfach noch brauchen werden. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. So. Und dann... na, das machen wir später. Vielleicht sollte ich die... wozu? Ich hätte dann die Unterschrift eines Irrenarztes, der Daikiris machen kann. Oder die Unterschrift eines Barmanns, der deine Neurosen therapiert. Guter Punkt. Lassen wir es lieber. So, aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen unterschreiben. Was hat sie geschrieben? Dr. Marcel und Hulgur. Okay. Mahagoni, nicht Makaroni. Kann ich das auch hier? Der Schrank kann mir nichts tun. Ich bin bewaffnet. Ach, schade. Kann ich das eigentlich auch noch mit dem Kamin machen? Das Barbecue fällt flach. Das Feuer ist aus. Okay. Gut, ja. Damit soll es heute erstmal reichen. Morgen, oder was heißt morgen? Ich weiß jetzt gar nicht, an welchem Tag diese Folge rauskommt. In der nächsten Folge auf jeden Fall werden wir... warte, das kann ich noch schnell machen. Eine Unterschrift. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Nächste Folge geht es dann in die Gruppentherapie. Und da sind wir mal gespannt, was uns da erwartet. Bis dahin, bleibt gesund, sowohl physisch als auch psychisch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!